hoffe, ihr seid bereit für ein paar neue, unheimliche Geister-Videos. Falls ja, dann Kopfhörer auf, Licht aus und ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Nummer 1. Die erste Videoreihe stammt von einem Mann, welcher zusammen mit seiner Partnerin bei sich zu Hause immer häufiger unheimliche Dinge erlebt, die er sich nicht erklären kann, und beginnt diese auf Video festzuhalten. Seine anfängliche Hoffnung und Vermutung, es könne sich bei dem Spuk vielleicht um seine verstorbene Frau handeln, wird allerdings nach und nach zerstört, nachdem was auch immer dort bei ihm im Haus ist, alles andere als freundlich erscheint. Hey everyone, I just want to let everyone know that Eb and I are okay. We're staying at my son's house. We've been there for weeks now. I don't know how much longer we're going to be able to stay there, but I was going to go tomorrow to the house to pick up some stuff that we desperately need, and I get this weird ring notification, and I'm at a loss for words. Also, auf den Überwachungskameraaufnahmen kann man erkennen, wie sich ein Stuhl im Wohnbereich scheinbar von selbst bewegt. Kurz darauf erscheint im Flur neben dem Stuhl eine schemenhafte weiße Gestalt und der Stuhl wird ein ganzes Stück durch den Raum geschleudert. Im nächsten Video sieht man dann, wie sich die Leiter zum Dachboden von selbst öffnet und auseinanderfaltet, woraufhin dann unheimliche Schritte zu hören sind, die entweder vom Dachboden herunterkommen oder nach oben steigen. Doch, als wären diese Aufnahmen nicht schon unheimlich genug, erlebt das Paar einige Zeit später in der Küche etwas, was ihnen wirklich Angst macht. Habt ihr es gesehen? Während zuerst nur nochmal der Stuhl ein wenig in der Küche herumspaziert, sieht man dann plötzlich, wie ein Küchenmesser mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum fliegt und scheinbar direkt auf die Stirn unseres Heimgesuchten trifft. Mit der Kopfwunde, die daraus resultierte, hat er sogar noch Glück. Aber was sagt ihr dazu?
Glaubt ihr, dass das tatsächlich so passiert ist? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn solche Aufnahmen bei euch zu Hause gemacht würden? Könntet ihr noch ruhig schlafen, wenn ihr sehen würdet, wie sich Dinge bewegen und sich nachts die Leiter zum Dachboden öffnet? Nummer 2. Für das nächste Video begleiten wir wieder mal den YouTuber Urbex Hill auf einer Erkundung eines verlassenen Ortes. Diesmal begibt er sich in eine alte, verlassene Industrieanlage, um diese mitten in der Nacht alleine zu erkunden. Doch das kommende Video soll eher zeigen, wie gefährlich solche Orte oder vor allem wie unheimlich neben all den paranormalen Dingen, die wir uns anschauen, echte Menschen sein können. Unser YouTuber findet also einen Eingang und geht durch die dunklen Gänge und Räume des Gebäudekomplexes und begibt sich immer tiefer in die Dunkelheit. Und auf was er dort treffen sollte, schauen wir uns jetzt an. Yo, you need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'ma leave him alone. Get the fuck out of his way. Damn, bro, that's crazy. Actually, that's f***ed up. That he's sleeping down here in the dark like that. Like how? That scared the shit out of me. Whew, my heart is racing. This is probably like his home. Probably shouldn't disturb him. Damn, man, that's crazy. No, honestly, I feel bad for him now. Because, like, imagine sleeping down here in the dark. I mean, I know I couldn't do it. Damn, bro. That's actually kind of sad. You know what? I'm gonna help that dude out. I'm gonna leave him some money. Let's see what I got. I'm gonna give this dude a $20 bill. That's f***ed up, sleeping down here like that. Though. I don't want to wake him up and freak him out.
Yo. Yo. Hey, I got some money for you. Anybody in here? Down there. Sounds like water though.
That's weird, man. That dude is down there in the dark by himself. There's a lot of bats down here, too. Damn. Habt ihr es gesehen? Gerade in dem Moment, in dem er die Fledermäuse bemerkt, sieht man, wie der seltsame Mann hinter einer Mauer steht und sich scheinbar versteckt, ohne dass unser YouTuber das überhaupt bemerkt hat. Und wenn man genauer hinsieht, dann scheint es sogar so, als ob er in seiner Hand einen glänzenden Gegenstand wie beispielsweise ein Messer hält. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Urbex Hill statt rechts rum auf die linke Seite und direkt in die Arme des fremden Mannes gelaufen wäre. Man weiß nie, auf was für Menschen man an solchen Orten treffen kann und wozu sie vor allem unter Einfluss von Drogen oder anderen Dingen imstande sind. Unser mutiger YouTuber findet jedenfalls einen Ausgang und verlässt das Gebäude mit der sicheren Entscheidung, hierher nicht noch einmal zurückzukehren. Was denkt ihr? Hat er bei seinem Ausflug nochmal Glück gehabt? Würdet ihr euch an einen solchen Ort trauen? Nummer 3. Im Schlaf. Das nächste Video stammt von einer Überwachungskamera aus dem Schlafzimmer einer jungen Frau, die dieses Video eines Morgens entdeckt hat und geschockt war, als sie sah, was die Kamera gefilmt hat. Denn als sie eigentlich tief und fest schläft, passiert etwas wirklich Verstörendes. Frau kann sich nicht daran erinnern, in dieser Nacht aufgewacht zu sein und ist völlig verstört von der Aufnahme. Ich wünsche euch an dieser Stelle, dass ihr niemals eine solche Aufnahme von euch findet. In diesem Sinne, eine gute Nacht. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch wieder ein wenig gruseln. Falls du neu auf dem Kanal bist, dann abonniere doch gerne, um auch in Zukunft nichts Unheimliches mehr zu verpassen. Hier gibt es regelmäßig neue unheimliche Geistervideos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Aber bis dahin, passt gut auf euch auf.